Moin und herzlich willkommen, euer Senzel ist wieder da. Und bevor wir mit dem Video anfangen, habe ich noch brandheiße Überlebenstipps für euch. Nicht fürs Spiel, sondern fürs Real Life. Ja? Darum der dringende Appell, auch wenn es unangenehm ist, vielleicht nicht alle Zimmer in der Wohnung heizen, vielleicht sozusagen den Heizkörper nicht ganz aufdrehen. Es spart Geld und es spart Gas. Dankeschön. Und jetzt wissen wir, wie es gemacht wird. Und man beachte auch seine Handbewegung. Die Gesten seiner Hand sind wie die eines weisen Mannes, eines Hochgelehrten. Es spart Geld und es spart Gas. Und wer es immer noch nicht kapiert hat oder im Detail wissen will, für den habe ich auch noch was. Tagsüber, wenn Sie sich in der Wohnung aufhalten, wird geheizt. Und nachts, wenn alle schlafen, wird die Heizung runtergefahren. Das kann jede und jeder an seiner Heizung selbst einstellen. Und wem das zu kompliziert ist, einfach vorm ins Bett gehen, den Thermostaten runterdrehen. Vielen Dank dafür. Jetzt wissen wir es, wie es gemacht wird. Und mit diesen Spartipps kann ich mir vielleicht endlich mal wieder einen neuen Stuhl holen. Wenn ich gespart habe, ist doch Kohle übrig. Hey. Wollen wir schnell direkt ins Ressort stürmen oder erst hier? Ich überlasse dir das, ne? Wir gucken hier hoch, hä? Naja. Willst du rein looten? Was? Willst du rein looten? Nö, muss ich nicht. Dann kannst du. Ich hab gar keinen Rucksack mit. Wenn du rein willst, dann sag Bescheid, dann ich geh rein. Vorne ab. Ja? Alles klar, ich bin nur bei dem Busch an dem Mülleimer hier vorne. Okay. Brauchst du einen Benzinkanister? Nee, ich hab gar keinen Rucksack mit, du. Ach so, stimmt ja. Ja. Keine 5 Sekunden ist es her, als er es gesagt hat. Ich schnapp's von, alles klar. Wenn ich hier so Big Loot raushole, würde ich vielleicht auch erst dann zum Exit laufen, keine Ahnung. Kein Problem. Mit dem schweren Kanister im Ressort rumrennen. Ja, ist gutes Geld wert, ne? Ja. 165.000 oder so kostet er. Ich habe vorhin gerade erst einen gekauft. Bin hinter dem Mülleimer geradeaus. Oh, okay. Von hinten, geh wieder rein oder lauf! Wo ist er? Komm zu mir, komm zu mir! Ich stürme vor. Ja, pass auf, der ist da zwischen dem Gebäude. Linke Seite. Ja. Und ist da im Busch. Du kommst mitgerannt? Ja, aber ich. Bist du rein? Ich bin drin, ja. Wo bist du? Ich bin draußen. Du hast ihn eigentlich ein paar reingebrezelt. Ich glaube nicht, dass ich ihn getötet habe. Und er ist bestimmt den Berg runter. Also entweder machen wir einen Schuh oder kämpfen gegen ihn. Ach ja, du willst ihn ja haben, ne? Ach stimmt, ich muss ihn ja killen irgendwie. Na, ich werde mal ein Stückchen weiter nach links und werde ihn von links umlaufen. Ich bin hinter dir. Okay, lass uns irgendwie Richtung Pump, Wasserwerk. Hast du da einen Rucksack? Ich hab, ja, hab ich. Wir müssen aufpassen, dass er nicht uns rechts flankieren will. Wo bist du hin? Ich bin hier unten schon, ich gehe jetzt Richtung Brücke unten, Panzerbrücke da unten. Alles klar, alles klar. Ich muss mal kurz Ausdauer tanken. Okay. Ich sehe dich, du läufst jetzt schon Richtung Berg da, ne? Über die Straße, ja. Der Panzer bist du lang, ne? Ja. Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Sniper? Hast du geschossen? Ich,
Ja, warte mal, ich habe Schritte gehört neben mir. Scheiße. Der Sniper ist auf mich getriggert. Du kommst gerannt? Oder auf den Typen. Nee, ich komme jetzt gerade noch nicht gerannt. Bin jetzt hier unter der Brücke noch. Wie das denn? Wer war das? Ein Spieler, ey, ich geb ihm, er schießt mich tot, Alter. So, Packungen werden größer, aber der Inhalt wird immer weniger. Da ist ja eine riesen aufgeblasene Tüte drin, die nur halb voll ist. Also, ich weiß auch nicht. Das ist Wahnsinn, ne? Ja. Ist alles für dich, kannst du so nehmen. Es ist aber dein Rucksack. Ja, den kannst du auch behalten, den brauchen wir nicht. Oh, der Kerl immer, jetzt geht er schon wieder los. Alles von ihm, alles geklaut, nichts. Ah, okay. Bezahlt. Sehr schön. Alles von ihm geklaut. Auch sein Wasser. Ja, ja, ich hab da nichts drin. Also nichts von meinen Sachen reingepackt. Pub 9, was ist ein Pub 9, Alter? Krasse ja, Scheiße. Oh, hier ein Käse. Nimm mit. Geil. Ich danke dir. Jetzt haben wir es natürlich bis zum Ressort wieder ein Stück. Okay, Lampe da dran. Ja, die ist aber schon halb runtergespielt. Also könnte sein, dass du Ladehemmung kriegst, ne? Ist ja witzig. Er sabbelt, aber ich höre ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Okay. Ja, ich auch nicht. Lassen wir ihn mal links liegen, oder? Falk, was musst du eigentlich machen hier auf Shoreline? Ich muss noch raus und irgendwas markern. Ich glaube, das Bett markern oder den oder das Krankenauto. Naja, okay. Auch am Ressort oben, oder? Ja, genau. Na gut, dann. Aber nur, wenn es passt. Aber wenn das nicht passt, dann mache ich es auf gar keinen Fall. Es passt. So, Falk, willst du deines Amtes walten? Ja, muss ja. Wo war denn das? Links rum? Ja, ja. Wir verstecken uns hier. Ja, nicht nebeneinander. Ich geh mal hier hin. Ja. Sag Bescheid, wenn du zurückkommst. Ja. Sonst legen wir dich erbarmungslos um. Kurz warten. Ja. Ach, der Stuhl hat zwar Räder, aber so richtig wollen die auch nicht mehr rollen. Ja, sieht der noch so nagelneu aus. Ja. Erst gekauft. Da sind wir wieder beim Thema. Der Stuhl wurde so programmiert, dass nach 2 Jahren das Leder abfällt. So, Batschki, ich komme. Okay. Ja, dann. Nicht erschrecken, wir stehen hier drin. Tja, ich habe Schlüssel mit, wir können hier irgendwo plündern gehen. Na, wollen wir uns von oben nach unten bewegen oder willst du von unten nach oben looten? Ich höre Steps. Ich auch, warte mal, Falk. Die sind hier. Ist down. Okay. Jo. Ich hab ne... Ich... Noch ein zweiter? Ich hab ne Waffen-Dings. Fehlfunktion. Ist noch ein zweiter? Ja.
muss ich einer flicken. Komm her. Ho, ho. Hab ich den wenigstens? Nee, schade. Hast du ihn noch nicht? Nee. Dann pass auf, ich kann dir nicht helfen. Ich bin 1, 2, 3, 4 Sachen rot und schwarz. Kannst du dich ordentlich zusammenfliegen? Hast du Platz? Ja, ja, also bist du safe? Wenn nicht, komm hier in den Raum rein. Komm hier rein. So, ich bin jetzt hier safe. Ich okay. Leg mich. Jetzt hör doch mal auf zu heulen, Junge. Was stimmt denn bei dir nicht? Alter, das arme Schwein hat zu tun. Ja, hab ich den nicht erwischt, die Ratte? Oder? Ja, doch. Ich hab ihn nicht erwischt, aber er ist tot. Aber nur einer. Ach, das oder waren... liegen ja zwei Tote? Ich glaube, da liegen zwei, oder? Hast du nicht vorher schon einen erschossen? Ja, einen habe ich erschossen, dann war da noch ein zweiter mit der Schrotgrinde. Ach so? Na, hier, da liegt auch hier. Du hast alle zwei lang gemacht. Das hat mich aber auch... ordentlich was gekostet. Na, aber sowas von. Schade, warum bin ich nicht vorgestorben? Ich hätte sie killen müssen. Es tut mir leid. Ja, kein Problem. Wird schon noch öfters mal hier einer auftauchen. Dann gehen wir halt öfters mal Ressort jetzt. Boah, Alter, ich hab doch gerade schon genug. Wo ist denn der zweite Kasper? Na, die liegen doch alle da. Der eine... Ja, ja, klar. Du kannst hier an den anderen nochmal ran und dir die Sachen rausnehmen. Ach, lass Falk was nehmen. Ich hab... Waren beide Level 24. Ich habe hier meinen Lootraum aufgeschlossen. Falk, dann nimm dir, was die Leute noch bei sich haben. Okay. Danke. Da bin ich. Oh, Flaschett hat er geschossen, die Ratte. Ui, ui, ui. Flaschett regelt. Aha. Die noch auf dem Sack-Typ. Für ihn nicht eigentlich so. Für ihn hat es nicht geregelt. Och, ich habe hier auch Schlüssel, der wird sich wohl schon dort irgendwas Essbares finden lassen. Was habe ich denn jetzt? Spatua, was ist denn das jetzt? Er findet Sachen. Ja. Ach so, ah. Ich muss die Generatoren lokalisieren, das wusste ich gar nicht. Ach, sehr gut. Da muss ich aber vorne nochmal in den anderen Raum. Muss jetzt ich, haben wir ja hier alles geklärt. Muss ich direkt mal gucken, welches Zimmer das ist? Nein. Nicht der Browser. So, dankeschön. Falk, lass du mich raus? Ja. Falk? Ja. Hast du die Waffe von dem anderen mitgenommen? Ja, ne? Ja, hab ich, ja. Pisskeeper. Spartour Nummer 4. Ach, da. Hier vorne ist auch noch ein Generator. Ich weiß zwar nicht, ob du den brauchst, aber... Nee, du brauchst bloß Westwing-Schlüssel. Und den habe ich gerade. Genau. Und dann muss ich noch... Oh, wo steht's denn? Im Eastwing auch 220. Aber da ist ja nicht zugeschlossen. Ey, Junge. Ich mache das erste Mal in meinem Leben Gebrauch von Schlüsseln. Das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Oh, hier ist eine M1 drin. Den kann ich hier aufschließen. Cool. Den habe ich nämlich nicht. Braucht noch jemand Wasser? Hier liegt Wasser. Nö, danke. Oh, ich muss noch was trinken, ja. Nicht hier vorne neben mir auf dem Fußboden am Bett. Ich habe schon wieder einen Skeff gehört, aber nicht durch meinen Kopfhörer, sondern... Ja, schon durch meine Kopfhörer, aber das kam von dir irgendwie wieder, Thomas. Ja, er war auch hier unten. Aha. Hier, da liegt er. Was treibt er sich denn hier oben rund? Was stimmt bei ihm nicht? Gedacht, das draußen. Hab ich auch gedacht. Schokolade mit. So. Ihr seid weiter, ne? Ja. Hallo Echo, hast du auch gehört? Olli hat's auch gehört. Ich glaube, ja, hier kannst du über den Balkon.
Musst du aber nicht, weil hier ja ist nicht abgeschlossen. Hinten bei dem anderen ist, wenn abgeschlossen ist und du den Schlüssel nicht für die 220 hast, sondern für die 219, da kannst du auch über den Balkon, das reicht dann glaube ich auch. Ey! Okay. Dafür hatte ich wohl keinen Schlüssel. Nee, offensichtlich. Durchsuchen und durchbrechen, weißt du, das ist auch so bescheuert gemacht. Oh. Falk, musst du noch das Schweinezimmer markieren? Ach, so weit bin ich noch nicht. Oh, ich hätte das markieren müssen. Hat einer zufällig einen Marker? Warte, lass mich gucken. Natürlich habe ich Marker mit. Oh, geil. Ja, was frage ich denn? Weil ich hab keinen mit. Ich habe nur ein Dings mit. Ein Jammer. Unlock? Oh, guck dir Matze an, ey. Alter. Labt euch. Naja, mach erstmal. Ne, macht ihr und labt. Ich bin noch voll. Ich hab auch nichts. Du findest aber auch nur irgendwie Krempel. Tresor und. Das weiß ich gar nicht, ob der gut ist. Was ist denn das? Jetzt habe ich dem Matze seine Kills weggenommen. Ich glaub das nicht. Ne, ist doch egal. Quatsch. So, Quatsch. Tod ist tot. Das ist sonst. So, lass mal sehen. Oh. Jetzt gerade so zum Tunnel aufgeschoben. Ah, du hast mich erwischt. Was? Nein. Was ist sowas? Naja, ich habe sie nicht wirklich hochfliegen sehen. Ich dachte, ich habe euch wirklich erwischt. Oh, das wäre so mies gewesen. Ey, wie soll man. Ich weiß gar nicht. Ich sehe sie nicht am Himmel irgendwie. Da ist nichts. Ey, die ist auch. Also, ich sehe sie auch nicht. Aber die Sonne ist auch so hell, ne? Na, find keine Ausreden für meine Dummheit. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte sie gerade hochgehalten. Wahrscheinlich muss man. Aber die hing ja so. Aber wenn ich jetzt noch in den Himmel höre, dann hätte ich sie ja wieder hinter mich gekippt, sozusagen. Das, genau so musst du es aber machen. Ach also, so. Du musst den Rücken krümmen. Durchdrücken? Also nach hinten so? Nee, Quatsch. So ein bisschen nach oben, so wie wenn du nach oben schießen würdest, ne? Der Skap war hart, der hat mir echt, also er hat der Schrot geschossen und er hat mir wohl mit einem Kügelchen in den Kopf getroffen. War zwar nicht tot, aber der war rot. Ich hab doch einen erschossen. Siehst du? Wieso? Jetzt hab ich sein. Ist egal, mir geht's eigentlich um den Kill. Warum? Na, haben wir uns hier geteilt. Habe ich keine Balaklava auf oder was?